Mit euch schaffe ich das. Okay. Was geht, Leute? Willkommen zurück beim neuen Video. Beim alten Video? Ne, beim neuen Video. Heute wird meine Schulter zerstört. Falls sich viele Menschen fragen, warum übers Wochenende keine Videos gekommen sind, liegt es einfach daran, beziehungsweise ist immer noch Wochenende, weil ich jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag hatte und ihr wisst, wie das ist und so, ne? War ich wieder da unterwegs. Und genau, heute habe ich gesagt, ich gehe mal wieder zum Training, ich nehme euch mal wieder was auf. Und heute war Schulter dran. Normalerweise trainiere ich Arme am Sonntags immer, aber aufgrund dessen, weil, wie gesagt, weil ich Geburtstag hatte, habe ich gesagt, okay, weil Schulter und Arme ist zwar ausgefallen und Arme trainiere ich ja fast sowieso immer mit, habe ich gesagt, heute mache ich mal Schulter. Und heute werde ich mal anfangen mit Overhead Presses. Es ist eine sehr, sehr geile Übung. Ich finde die richtig cool. Nicht die beste Übung jetzt für den extremen Muskelaufbau. Ist ein bisschen so, wie als würde ich sagen, ich mache Kreuzheben. Es macht Spaß, diese Übung. Ist auch, man kann auch vieles falsch machen. Im Video werde ich nachher ein bisschen darauf eingehen, wie man die Technik macht. Ne? Genau. Ansonsten mache ich Overhead Presses und an einer Maschine trainiere ich. Ne? Richtig geil. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, bei der Overhead Presses ist es ja so, es ist nicht isoliert. Ja? Das heißt, ich schaffe sowieso nicht viel Übungen da. Also viel Wiederholungen oder viel Gewichte da. Mein Maximum war 80 Kilo, 90 Kilo. Und bei der ganz normalen Schulterpresse an der Maschine, da war ich, habe ich glaube ich schon mal, ich weiß, das weiß ich ehrlich nicht genau, das waren glaube ich 150 Kilo oder 160, 100, nee, 150 glaube ich waren das, also auch schon sehr viel, ne, auf 3 Reps und so, ne, genau. Damals, als ich noch in der Massephase war und mehr wie Powerlifter trainiert habe, habe ich sehr viel Gewichte gestemmt, genau. Jetzt bin ich bei 120, glaube ich, schaffe ich das, ne, genau. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem crazy Video und dann sehen wir uns dann später. Oder gleich im Gym oder später dann wieder hier und genau. Haut rein. Bis später. Bleib stabil. So, heute fahren wir mit Overhead Presses an. Heute ist Schultertraining dran. Warum war jetzt übers Wochenende keine Videos? Genau. Liegt daran, weil ich habe Geburtstag gehabt und ihr wisst, wie das Ganze ist, bla bla bla, dies und das. Und heute fange ich dann wieder an mit Schulter. Und fangen wir diese Übung an hier. Und mal sagen, gehen wir los, ne? Okay. Ein bisschen zu warm werden und dann legen wir los. Hier bei dieser Übung ganz aufpassen. Ich bin kein Profi, mache die auch nicht oft. Also ich gehe quasi hier rein, bisschen so schulterbreit und dann hier, jetzt müsst ihr genau aufpassen, drehe ich meinen Arm hier ein, als würde ich quasi so einen Teller auf meinen Arm haben. Genau. Bin ich hier und ich halte es auf Spannung. Seht ihr genau? Ich bin hier. Und wenn ich nach oben drücke, drücke ich meinen Körper nach vorne. So wäre die Ausführung. Zumindest mache ich die so. Okay. Ich bin sehr schwach bei dieser Übung, sehr, sehr schwach. Machen wir es mal auf 10 Kilo pro Seite. Okay.
Okay, jetzt noch ein bisschen weiter mit Gewichte. Wir haben jetzt quasi hier 20 Kilo plus nochmal 20 sind 40 Kilo. Also hier muss ich mal gucken. Okay. Mal rein. Und los geht's. Wow. Das war schon sehr schwer, muss ich schon sagen. Obwohl das nicht viel war, aber war schon schwer. Diese Übung hier ist meiner Meinung nach ist nicht die beste Übung, um Schulter zu trainieren. Das ist eigentlich scheiße. Also, das ist scheiße. Nicht scheiße, aber es gibt bessere, isoliertere Übungen. Zum Beispiel an einer Maschine oder so kannst du rangehen und so. Ich hoffe, ihr hört mich. So mache ich das zum Beispiel. So macht Crazy Angelus das. Aber die ist ganz cool. Machen viele Strongmans. Overhead Presses. Ich bin ja auch strong. Okay. Genau. Okay, dann müssen wir sagen, machen wir es doch mal. Aber ja, machen wir mal. Genau, ganz wichtig, ich bin hier, als würde ich einen Teller auf dem Arm haben und dann drücke ich einfach hier nach oben. Und ich bringe meinen Kopf, meinen Körper nach vorne. Genau. Okay, nochmal. Falls ihr mich nicht hören könnt, die Musik hier ist ja viel zu laut. Die war noch nie so laut. Das ist krank. Ich mache gleich Stress da hinten. Okay. Na super. Na toll. Ach ja, das war jetzt nicht geplant. Egal. Okay, das ist gerade runtergefallen. Wenn ihr es hochheben wollt, Kreuzheben. Und dann so. Oh. Aber jetzt muss ich aufpassen, wenn das nochmal runterfällt, dann bricht alles kaputt. Das sind jetzt. Warte mal, 20, 20 sind 40, sind 60 Kilo. Gut. Da war eine Frage vorhin gestern. Da hat mich jemand gefragt, bin ich im Aufbau oder in der Defi? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber eigentlich bin ich in der Defi gerade. Oder habe zumindest vor, runterzugehen, denn ich wiege gerade normal gleich. Ne? Ich habe vor, ein bisschen runterzugehen, aber auch nicht extrem viel. Ne? Richtung Sommer gehe ich extrem runter. Ich will auf jeden Fall nicht wieder auf 115 Kilo, wo ich mal war. Das war ein bisschen zu viel. Okay. Fangen wir an. 60 Kilo. Scheiße. Oh Gott. Ah, ist ein bisschen zu viel jetzt. Wie gesagt, diese Übung ist
An der Maschine kriege ich bis zu 130 Kilo, 140 Kilo kriege ich hin. Aber hier bei so etwas auf gar keinen Fall. Hier bei 80 Kilo war hier mein Maximum. Erstens, weil ich die Übung sowieso nie mache. Und zweitens, weil ich bessere Übung habe für die Schulter. Genau. So sieht es halt auch, so ist es, ne? Aber den Pump ein bisschen habe ich. Genau, jetzt gehen wir weiter an die Maschine. Und dann geht's ab. Also ich habe ja quasi, ich trainiere zwei Übungen für die vordere Schulter, zwei für die mittlere und zwei für die hintere. Mache ich immer so. Ja. Und unterstützt mich, Leute. Meine Videos müssen ganz weit nach oben auf YouTube. Alle. Mit euch schaffe ich das. Okay. Okay. Ich bin jetzt hier an der Maschine. Meine Lieblingsübung. Hier habe ich mein PR geknackt. Richtig krank. Ich würde sagen, legen wir los. Hier 20 Kilo pro Seite. Ich würde sagen, legen wir los. Ich passe auch fast gar nicht mal rein, ey. Leute. Leute. Scheiße, das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Alter, Leute, das ist krank. Okay. Erweitern wir? Ne, wir machen gleich nochmal. Ne, wir machen nicht nochmal, wir erweitern jetzt. 20 Kilo machen wir es nochmal pro Seite. Und okay. Wir haben jetzt ungefähr 80 Kilo pro, nee, 40 Kilo pro Seite, 20, 20, 20, 20. 80 plus die Maschine. Ja. Mehr Wiederholungen, ne? Ich glaube, das reicht. Ah, okay, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich noch einmal. Ah, ich muss überlegen. Es bringt auch nichts, extrem viel Gewichte zu machen, habe ich schon gesagt, 1000 Mal. Ich kriege da nicht mal eine Wiederholung hin. Ne, wisst ihr was? Ich mache die 20er runter und mache da jetzt 15er drauf. Ja. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Ich würde sagen, damit war es heute. Wir sehen uns dann so wie immer, wie gewohnt, immer zu Hause. Krank. Einfach nur krank.
Und damit war es das Video, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mich gerne supporten möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Lasst ein Like da, kommentiert vielleicht meine Videos. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen oder vielleicht ein paar Fragen. Ne? Das sehe ich auch manchmal jetzt. Ne? Kann ich gerne im Video beantworten. Habe ich zumindest auch gemacht. Genau. Ansonsten bleibt stabil, trainiert hart und warte, bis meine neuen Videos kommen. Ich mache wöchentlich Videos. Immer unterschiedlich. Es kommt immer unterschiedlich. Also, ich bin nicht jemand, der sagt, okay, alles klar, jetzt Dienstag, genau jetzt Dienstag um genau 17 Uhr kommt jetzt ein Video. Nein, so einer bin ich nicht. Ich sage immer, in der Woche mache ich 4 Videos, 3 Videos, je nachdem. Ne? Kann auch sein, dass ich mal 5 Videos mache. Es ist immer unterschiedlich. Aber wöchentlicher Content wartet auf euch. Wenn ihr mich abonniert, schadet nicht. Ne? Genau. Ansonsten, wie gesagt, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen bis zum Ende. Ne? Und vielleicht konntet ihr irgendwas lernen, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles, ich kann ja auch vieles dazu lernen. Ne? Seid nett zueinander, das ist ganz wichtig. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein.